Oder ist das überhaupt das Jagdgebiet? Ich hoffe doch. Wenn ich mal jetzt wenigstens ein Tier davon sehen würde, dann wäre ich ja jetzt mal ein bisschen beruhigt. Aber so habe ich den Eindruck, ich verballer gerade einfach nur meine Lebenszeit. Irgendwie. Vielleicht soll ich die auch anlocken, weißt du? Mit einem vertrauten Gebell. Ich kann es ja mal probieren. Moment mal. Wuff. Wo bist du, Hund? Wuff, wuff. Okay, warte mal. Ja, ja, wir kommen der Sache näher. Da irgendwo. Kann ich die häuten? Klar kann ich die häuten. Hundefell. Stimmt, wir brauchen sowieso Hundefell. Ja, damit muss der andere. Auf jeden Fall, ohne Witz. Wenn das so bleibt, dann könnte mir das Spiel wirklich sehr gut gefallen. Was willst du denn? Ich bin Mr. Schrotflinte. Mein Gott, egal welches Spiel. Seit Gears of War, spätestens seit Gears of War 1, bin ich Schrotflinten-Fan. Ich liebe einfach Schrotflinten. Na, wo seid ihr denn jetzt? Okay. Man muss ja sagen, die Jagdmissionen sind anscheinend nicht die allerspannendsten. Alter, boah! Du Dreckvieh, ey! Panik, Junge! Töte ihn! Scheiß Hund, du! Boah, ey! Hab ich mich jetzt ein wenig verjagt? Habt ihr nichts gesehen? Was ist denn das? Was sind das? Cool. Todestier, gutes Sek. Alter. Das ist der Komodo-Warane. Töte ihn! Alter, da ist die übelste Jagd, die Komodo-Warane auf der Jagd. Komm, gehen wir da mal dazwischen, oder? Erst wenn sie ihn getötet haben. Oh mein Gott, ich hab keine Munition mehr. Fuck. Nein! Gejagte Jäger. Boah, wenn das nicht Money bringt, dann weiß ich auch nicht. Rostiges Universalmesser. Das ist mal eine gute Anmerkung. Weißt du, stell eine größere Brieftasche her oder gib mehr Geld aus. Ja. Also wisst ihr, wenn nichts mehr in eure Brieftasche passt, gibt es einfach aus. Spritzentasche, wir können ja keine Brieftasche. Was war das nochmal? Schweinsleder. Haben wir nicht ein Schwein getötet? So, stellen wir das einfach mal her. Dann haben wir auch ein bisschen Platz wieder im Rucksack, auch wenn er jetzt ein bisschen größer ist. Na gut. Wo? Oh Gott, die haben mich gehört. Stimmt, da hab ich ja auch noch so viel Schießpunkt. Oh Gott, jetzt. Okay, jetzt kann ich ihn nicht beenden. Jetzt muss ich die Leute töten. Jetzt kann ich den Part nicht beenden. Kleine Sau, du. Bist du tot?
Ey, sag mal, ohne Witz. Wie viele Tiere gibt's denn hier noch? Wo ist das Scheißvieh? Okay. Oh Gott, ja. Kann ja sein, dass mir das ständig angezeigt wird, weil ich die gerade untersuche und die haben wahrscheinlich alle Geld dabei. So wird's wahrscheinlich sein, oder? Wir brauchen Schweinsleder. Wir brauchen unbedingt Schweinsleder. Warte mal, hier war da auch noch so ein Ding. Das haben wir schon gehäutet. Okay. Ekelhaft. Na, wenn du dich jetzt hier nicht mal im Dschungel verirrst, weißt du, und die ganze Nacht durch jagst und alles. Okay. Ich weiß ja nicht. Warte mal, können wir nicht einfach noch ein Schwein schnell jagen gehen? Müsste ja dort sein irgendwie, oder? Ich habe keine Ahnung. Wir brauchen Schweine auf jeden Fall. Ich muss unbedingt. Ich brauche eine größere Brieftasche. Wir gehen mal ganz kurz zum Shop. So, schnell kurz Schnellreise machen. Und dann schauen wir mal um. Schauen wir uns mal um, Junge, was wir denn so noch am Start haben. Hast du Tiere zu verkaufen? Ja. Ja, habe ich. Ja, aber ich habe kein Geld. Ich muss erst was. Ich habe zu viel Geld, meine ich. Zu viel Geld habe ich. Das passiert auch nicht alle Tage. Moment! Kaufen wir uns den Bogen. Alter. Stimmt. Warte mal, gekauft ist er aber, oder? Gekauft ist er, genau. Anpassen. Du kannst ein Rotpunktvisier auf den Dingen machen. Willst du mich verscheißern, oder wie? Du kannst eine Tarnung auch noch drauf tun. Okay. Also ohne Ende Spielereien mal wieder. Rostiges Universum. Das verkaufen wir auch. Pilze, weiß ich nicht. Können wir nicht selber Drogen draus machen? Oder irgendwie vielleicht, ja, wieder so Doping-Zeug vielleicht. Ballen wir erstmal. Pokerchips weg. So, und hier. Was gibt's denn für das Kommando? 15 gerade mal. Verkaufen wir mal und behalten 2 dort davon. Hier ein Hundefell verkaufen wir auch mal. Ich glaube, es ist ganz okay. Bring diese Funktürme online. Ohne die kann ich nichts aus den abgelegeneren Dörfern. Oh yeah. Wir haben einen miesen Bogen. Jetzt schon. Bin ich nicht eine coole Sau? Und glaub mir, die haben genau die Ausrüstung, die du brauchst. Ja, klar. Guck mal, wieso wird der Turm angezeigt? Weil ich beim letzten Mal gestorben bin. Wir brauchen eine Ziege, oder? Scheiße, meine Waffen sind ja gar nicht draußen. Das heißt, ich kann hier in dem Gebiet, weil es zu denen gehört, nicht jagen oder sowas. Erst ab hier. Toll. Wow! Okay. Übergabe. Bring dieses Fahrzeug samt der geladenen medizinischen Ausrüstung zur Markierungsfackel, bevor die Zeit abläuft. Okay. Okay, cool. Junge. Auch alles in der Grafik ein bisschen um einen herum verschwimmt. Also ein bisschen unscharf und alles. Finde ich auch sehr gut. Also die Grafik ist wirklich sehr, sehr geil. Nur fahren kann ich halt überhaupt nicht. Ich komme gar nicht klar, ohne Witz. Aber ich hab's geschafft.
Ich komme überhaupt nicht klar. Überhaupt nicht. So ein kurzer Weg. Zum Glück war das so scheiße kurz. Dank dir für die Lieferung. Na klar, kein Problem. Was ist das? Cool. Cool, Junge. Was geht ab? Ach du Scheiße, sieht das geil aus. Spritztour. Das sieht doch geil aus, oder? Die Grafik ist doch echt extrem geil. War nicht besonders lecker. Wo ist denn das grüne Blatt? Ah, hier. Oh Gott, ich bin so ein kleines Spielkind. Ohne Witz, ich kann das nicht. Ich kann nicht. Ich will es auch so zocken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe einfach Bock darauf, einmal ein bisschen zu erkunden und alles. Das macht ja auch Spaß, glaube ich. Wenn man fahren könnte. Sieht das geil aus? Da ist eine Ziege. Was ist das? Was ist das? So. Einfacher Fallköcher. Gut, können wir ganz gut gebrauchen gerade. Sag mal, was brauche ich denn jetzt eigentlich nochmal? Was war das nochmal? Ein Schweinsleder. Brieftasche. Beuterucksack war, ja, wie gesagt, Papierfell. Zwei Stück aber allerdings. Ein Schweinsfell. Alter Junge, du kleiner Drecks-Scheiß-Drecks-Fiskel. Boah, hast du mich erschreckt. Boah, Junge. Alter, leck mich doch am Arsch. Boah, ja, komm her, du kleiner Scheiß-Ding. Fick-Fiel. Wollte ich gar nicht. Fuck. Alter, hab ich mich verjagt. Oh. Scheiß Köter. So, kurz zur Seite gehen. Mein Gott. Ruhig, ruhig. Ziegenfell, ja. Scheiße, wir brauchen noch eine Ziege. Das, was er gejagt hat, war aber ein Schaf, oder? Sag mal. Willst du mich verscheißern? Sag mal! Jetzt reicht's. Bleib stehen! Bitte seine Ziege, bitte seine Ziege. Bitte, bitte, Ziegenfell. Yeah, woo! Endlich ein Waffengurt herstellen. Mein Gott, das wird Zeit. Nur mit Bogen durch die Gegend drin ist ein bisschen dumm, habe ich gerade festgestellt. Als nächstes brauchen wir unbedingt Schweinefell. Bleib stehen, du Sau. War das nicht sogar, dass wir Schweineleder brauchen? Für eine bessere Brieftasche? Genau, wo ist das andere Schwein? Da liegt es. Da haben wir noch ein drittes Schwein. Aha. Okay, die fahren anscheinend immer recht häufig Patrouille. Ja, ein echter Jägersmann, weißt du, der jagt auch mit seinem... Jagdmesser.
So. Gut. So. Brieftasche. Bis zu zwei Kasua-Leder. Okay. Gut, Leute. Moment, da konnten wir noch irgendwas herstellen. Pfeilköcher. Achso, ist einfach nur neu. Gut, Leute, ich beende jetzt hier den Part. Beim nächsten Mal machen wir dann allerdings... Wir haben jetzt ein bisschen, ich glaube, den kompletten Part, den letzten jetzt hier, haben wir fast nur Nebenmissionen und ein bisschen Quatsch gemacht. Beim nächsten Mal gehen wir dann wirklich zum Doktor und treiben natürlich jetzt zur Abwechslung ein bisschen die Story an. Wie gesagt, ich versuche so ein bisschen die gute Mischung zu finden. Und ja, danke fürs Zusehen. Haut rein und tschüss.